Mein Name ist Jonathan Behre und ich wurde in Wiesbaden, Hessen geboren. Schwieriger. Ich bin ein bisschen rumgelaufen meine ersten Tage hier. Bisschen erkundet, bisschen da beim Schloss, Residenzschloss rumgelaufen. Einfach Stadt erkundet, aber Lieblingsspot, Halle würde ich jetzt sagen. Nicht wirklich kompliziert. War meine erste Nummer als Kind. Dann habe ich auf 1 gewechselt, aber 1 ist ja besetzt hier von Jordan Hart und deswegen bin ich zurück zu 7 gegangen. Lieblingsspieler früher war Tracy McGrady, wegen dem habe ich angefangen Basketball zu spielen. Mein Bruder hatte so eine Sammelkarte, Panini-Karte oder irgendwie sowas. Sah cool aus, hat mir ein paar Highlights angeguckt und dann war ein ganz guter Spieler. Familie, Mutter und Bruder, vor allem jetzt Neff auch, aber einfach Leute, für die man irgendwann was erreichen will. Doktor, einfach als Kind ist sehr simpel, weißt du, Mutter war mal krank, ey, ich will die gesund machen. Doktor, einfach. DJ und Locker. Ah gut, das ist einfach Drake, random Mix. Und dann, also ich gönne mir das, aber ob das andere jetzt wollen, weiß ich nicht. Okay, perfekt ist simpel, was immer Mama macht. Direkt, egal was, die weiß genau, was abgeht. Ist recht simpel. Pasta, Spaghetti-mäßig mit Hackfleischsoße, Pasta Bolognese. Faktbasierte, ruhige Entscheidungen treffen. Letzter Urlaub, Jamaika. Entweder, keine Ahnung, so einen genauen Stand habe ich nicht, aber irgendwie so Brasilien habe ich schon mal, Kolumbien, irgendwie habe ich mal Lust drauf. Das bin ich. aber als ich noch bei Clemson war, haben die uns da so, was sind so Wörter, die dich motivieren, haben wir uns gefragt. Ich habe es nicht wirklich ernst genommen, einfach Go gesagt. Und die haben halt uns Hintergründe gemacht, die wir dann auf unser Handy machen sollten, damit es uns immer motiviert, wenn wir uns angucken. Ob das jetzt funktioniert hat, ist eine andere Sache, aber das war das Ziel dahinter. Ja, ich bin so ein Typ, eigentlich, ich muss mich jeden Tag ein bisschen bewegen. Also wahrscheinlich irgendwie morgens ein bisschen spazieren gehen, durch die Stadt gehen, einfach ein bisschen bewegen. Und dann ansonsten hoffentlich Fußball an, ein bisschen Fußball gucken, gut Abendessen und ansonsten einfach chillen.